bei uns Sven-Søren Christoffersen. Smyre, Glückwunsch zu diesem Sieg. Wann war klar, dass du überhaupt spielen konntest? Ja, gestern Abend habe ich das Training ganz gut überstanden gehabt. Hatte dann noch so leichte muskuläre Probleme und hatte heute Morgen noch mal Behandlung. Und da hat sich eigentlich herausgestellt, dass es wieder deutlich besser war und ich mich auch noch spielen gefühlt habe. Und insofern war sicherlich noch mal Aufwärmen so ein Thema, aber da war ich sehr zuversichtlich und bin eigentlich in die Halle gekommen, um zu spielen. Xabi Alonso hat bei Bayern mit einer Trainingseinheit gestern gut gespielt. Du hast heute ohne Trainingseinheit, glaube ich, sehr gut gespielt. Bist du der Xabi Alonso der TSV Hannover Burgdorf? Na, erstens war ich ja schon mal 3 Wochen im Training. Bin dann 3 Wochen ausgefallen und zweitens habe ich tatsächlich auch einmal trainiert, wenn wir ehrlich sind, am Samstag. Und ich kannte die Abläufe ja schon. Ich bin sicherlich ein bisschen mehr integriert als jetzt Alonso bei Bayern und möchte da auch keinen Vergleich ziehen. Aber ich bin froh, dass ich der Mannschaft heute weiterhelfen konnte. 35:28, erster Sieg für die TSV Hannover Burgdorf. War das dann so ab der 15. Minute auch schon so die Leistung, wie du dir das mit der Mannschaft in Zukunft vorstellst? Ja, was glaube ich gut war, dass wir uns zum Ende der ersten Halbzeit absetzen. Dann gehst du mit so einem kleinen Polster in die Halbzeit und setzen gleich nach. Also ich glaube, einmal entscheidend ist auch, dass wir so ein bisschen durchwechseln konnten und jede Formation auch Akzente gesetzt hat. Und selbst mit den Youngstern am Ende wurde es kurz knifflig, da waren sie nochmal auf 5 dran und 6 Minuten zu spielen. Aber dann haben wir es auch nochmal auf 7 Tore wieder ausgebaut und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch in der weiteren Saison, dass wir breit aufgestellt bleiben. Wir haben noch viele Spiele zu spielen und brauchen jeden Mann und das ist wichtig, dass alle zur Leistung beitragen. Smyre, vielen Dank und nochmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön.